UFOs hat man bisher meistens mit Roswell im Bundesstaat New Mexico in Verbindung gebracht. 1947 soll dort ein UFO abgestürzt sein, der wohl bekannteste aller UFO-Vorfälle und der Beginn der modernen UFO-Forschung. Aber es war nicht die erste Entdeckung eines UFOs in Amerika. 2 Wochen vor Roswell gab es einen anderen Vorfall an der Meerenge Puget Sound im Bundesstaat Washington. Aber es gibt 2 wesentliche Unterschiede zwischen diesem Ereignis und dem von Roswell. 2 Menschen starben und es gibt mögliche Beweise. Wir haben Wrackteile gefunden. UFO Magazine ist eine der führenden Zeitschriften für UFO-Phänomene. Über 22 Jahre lang haben die Herausgeber ein beispielloses Archiv von Zeugenaussagen, Videomaterial und nie zuvor gesehenen Dokumenten zusammengetragen. 90% aller Berichte über UFOs sind Schwachsinn. Aber 10% sind absolut real. Im Oktober 2007 nehmen sie aufgrund neuer Hinweise die Untersuchung wieder auf. Dieses Rätsel ist bis heute ungelöst. Unter Wasser finden sie unbekanntes Material, das möglicherweise von einem UFO stammt. Man muss jeden Stein umdrehen. In einem abgelegenen Wald entdecken sie seltsame Trümmer. War es ein UFO? Seht euch das an. Sie erkunden eine Absturzstelle. Sind wir sicher? Gibt es eine logische Erklärung? Hat dieser Vorfall etwas mit Roswell zu tun? Die Wissenschaft schaltet sich ein. Er meldete ein UFO. Dann gab es diesen tragischen Vorfall. Dies ist Fall Nummer 47001. Juni 1947. Der Holzfäller Harold Dahl befindet sich mit seinem 15-jährigen Sohn und 2 weiteren Männern auf einem Boot in der Meerenge von Puget Sound nahe Maury Island im Bundesstaat Washington. Es ist ein normaler Sommertag, bis gegen 14 Uhr plötzlich 6 leuchtende metallische Scheiben auftauchen. Sie haben die Form einer Untertasse und fliegen in etwa 30 Metern Höhe. Eine von ihnen scheint eine Fehlfunktion zu haben. Sie kommt ins Trudeln und droht ins Wasser zu stürzen. Dann wirft es Mengen von dampfendem, metallischem Material ab, das im Wasser und am Strand landet. Der Schutt stürzt auf Dahls Boot, bricht den Arm seines Sohnes und tötet seinen Hund. Das Abwerfen des Schutts scheint das Problem zu lösen. Die 5 anderen Scheiben formieren sich um die 6. herum und fliegen lautlos davon. Dahl und seine Mannschaft sammeln Teile des Materials aus dem Wasser und vom Strand. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet. Die Aussagen aller 4 Zeugen stimmten überein. Heute sind sie längst verstorben. Pat! Ja? Guten Morgen. Ja. Hast du alles gepackt? Bereit? Ja, fast. Wir haben einen neuen Fall. Wir fahren nach Maury Island. Ich bin Bill Burns, der Herausgeber des UFO Magazines. Es ist das einzige Magazin, das seit 1986 kontinuierlich gedruckt wird. Ich habe über 20 Jahre lang UFOs erforscht. Dieser 60 Jahre alte Vorfall im Bundesstaat Washington ist immer noch ungeklärt. Aber jetzt haben sich neue Hinweise ergeben. Mit dem Vorfall auf Maury Island begann die moderne UFO-Welle. Ich bin Pat Uskert, ein Mitarbeiter beim UFO Magazine. Mein Job ist es, Dokumente zu beschaffen und mit Augenzeugen zu sprechen.
Zwei Wochen vor Roswell sichtet ein Mann auf einem Boot sechs Raumschiffe. Sie werfen etwas über seinem Boot ab, verletzen seinen Sohn, töten seinen Hund und beschädigen das Boot. 60 Jahre danach haben wir Wrackteile gefunden. Zum ersten Mal können wir etwas im Labor analysieren. Ich brauche Fotos, archäologische Messungen und Proben. Bringt mir Proben vom Strand und vom Meeresboden. Besorgt mir Teile des Raumschiffs und Bodenproben. Ich werde alles analysieren. Ich bin Dr. Ted Eckworth. Ich bin Meteorologe und habe einen Doktortitel in Maschinenbau. Ich überprüfe die Daten, erstelle unverfälschte Analysen und komme zu einem objektiven Ergebnis. Jeff, du kommst mit uns mit. Pat wird unter Wasser suchen. Du hilfst uns, das Material zu sammeln und die Zeugen zu befragen. Wir werden Proben sammeln und sie ins Labor bringen. Ich bin Jeffrey Tomlinson. Mein Forschungsgebiet sind Biologie und geologische Phänomene. Niemand hat in den letzten 60 Jahren Licht in diesen Fall gebracht. Aber wir werden es schaffen. Puget Sound besteht aus Buchten, Untiefen und Inseln. Insgesamt umfasst das Gebiet über 7200 Quadratkilometer. Das Team fährt zum südlichen Strand von Maury Island, 47 Grad nördliche Breite, 122 Grad westliche Länge, ca. 11 Kilometer nördlich von Tacoma. Als erstes werden wir versuchen, Teile des ausgestoßenen Schutts zu bergen. Harold Dahl beschrieb das Material als metallische Schlacke. Er hat sehr präzise darüber berichtet, wo er die UFOs gesichtet hat. Ich werde zum Grund hinabtauchen und versuchen, den Schutt zu finden. Laut Harold Dahl hatte das metallische Material Ähnlichkeit mit schwarzem Lavagestein. Möglicherweise hatte es etwas mit dem Antriebssystem des UFOs zu tun. Ein Flugzeug, das abzustürzen droht, wirft normalerweise seinen Treibstoff ab, um das Gewicht und die Explosionsgefahr bei einer Notlandung zu verringern. Hatte das UFO vielleicht ebenso gehandelt? Oh, das Wasser sieht kalt aus. Mhm. Wahrscheinlich um die 10 Grad. Der UFO-Forscher Ron Millione wird dem Team helfen, das große Areal zu durchkämmen. Pat wird in die Meerenge tauchen, um nach dem Schutt zu suchen. Die Suchstelle ist etwa 550 Quadratmeter groß und 18 Meter tief. Wir nähern uns der Stelle, wo sich der Vorfall ereignet hat. Eine Art Raumschiff hat dem Material abgeworfen, das im Wasser und am Strand gelandet ist. Ich werde auf den Grund tauchen, um dort nach Hinweisen zu suchen. Die Schlacke soll eine Art geschmolzenes Metall sein, ähnlich wie Lava. Ich glaube, es war flüssiges Metall, das irgendwie von dieser Untertasse ausgestoßen wurde. Jetzt muss es aussehen wie Gestein. Die Hinweise deuten klar darauf hin, dass hier ein UFO gesichtet wurde. Vielleicht finde ich etwas. Wir werden sehen. Könnte es sein, dass die unidentifizierten Objekte nichts anderes waren als Flugzeuge, die in Formation flogen? Ich glaube nicht, dass es ein Flugzeug war. Es sah aus wie ein Donut und es warf Material ab. Das tun Flugzeuge normalerweise nicht. Es beschädigte das Boot, es tötete den Hund und verwundete den Arm des Sohnes. Es war ein klarer Tag. Dahl war sich sicher, was er sah. Ich bin überzeugt, dass es ein UFO war. Das Team hofft, dass der abgeworfene Schutt noch immer an der gleichen Stelle ist. 60 Jahre sind vergangen. Ich frage mich, ob noch etwas von dem Material da unten ist. Pat hat einen Tauchschein und 18 Jahre Erfahrung. Nun sucht er nach der UFO-Schlacke, die sich von der örtlichen Geologie unterscheidet. Die Schlacke soll wie Lavagestein aussehen und eine poröse Oberfläche und zackige Ränder besitzen. Eine Hand.
Es ist furchtbar kalt. Gut, dich zu sehen. Was gefunden? Ich habe Sandproben vom Grund geholt. Und ich habe ein paar Steine mitgebracht, die aussehen wie das, was wir suchen. Wir werden sehen. Komm rauf und wärm dich wieder. Ja, gerne. Damit dein Kreislauf wieder in Schwung kommt. Ich habe ein paar Steine auf dem Grund gesehen, die mit dem Schutt zu tun haben könnten. Bei so einer Untersuchung muss man jeden Stein umdrehen. Du hast Proben vom Grund mitgebracht. Ich dachte, das kann nicht schaden. Wir können das recht schnell bestimmen, denke ich. Das hier ist sehr interessant. Es passt zu der Beschreibung von schwarzer Lava. Seht euch die Textur an der Oberfläche an. Dies hier ist auf jeden Fall einzigartig. Es passt genau zu der Beschreibung. Das Team begibt sich zum Strand. Um das Gebiet komplett zu durchkämmen, wird ein Suchraster erstellt, vom Ufer bis zu den Hügeln. Hast du was gefunden, Bill? Interessante Kristalle. Sieh dir das an. Ich suche nach Gestein, das aussieht wie ein Abfallprodukt eines metallischen Schmelzprozesses. Heißes, flüssiges Gestein, das von einem UFO abgeworfen wurde und hier am Strand landete. Donut-shaped UFO Meter vom Ufer entfernt findet Ron ein L-förmiges Objekt mit einer Länge von etwa 35 cm, das zu der Beschreibung passt. Ich habe etwas gefunden, das wie Schlacke aussieht. Wir müssen es untersuchen. Sehr interessant. Das habe ich oben auf dem Hügel gefunden, genau hier. In diese Richtung muss das UFO geflogen sein. Was hast du gefunden, Pat? Ich finde das sehr interessant. Es ist gestreift und hat eine Drehung. Es sieht aus, als wäre es abgetropft oder irgendwo herausgequollen, bevor es abkühlte und eine feste Form annahm. Wir haben ein paar Teile am Strand gefunden, die zu jenen aus Puget Sound passen. Die Labortests müssen das bestätigen. Wir werden mit George Early sprechen. Er kennt den Fall sehr gut. Außerdem hat er mit allen Anwohnern gesprochen. Er weiß über jedes einzelne Detail Bescheid. Mehr als jeder andere. Da kommt er. Da ist George. Hi George, setz dich. Danke, Bill. George Early ist ein UFO-Forscher und hat lange im Nordwesten des Pazifiks gelebt. Er hat ein enzyklopädisches Wissen über diesen Fall und seine Folgen. Dies ist das erste Mal, dass er in der Öffentlichkeit über seine Forschungen spricht. Ein Mann namens Harold Dahl sah dort oben 6 fliegende Donuts mit einem Durchmesser von etwa 30 Metern. Das Loch in der Mitte war etwa 7 Meter breit. Dort fiel bei einem der Donuts eine große Menge Schutt heraus. Es muss heiß gewesen sein, denn es zischte, als er ins Wasser fiel. Es brach den Arm von Dahls Sohn und tötete seinen Hund. Laut Early erreichte Harold Dahls Geschichte die Luftwaffe. 2 Offiziere des Geheimdienstes wurden geschickt, um den UFO-Schutt zu bergen. Man gab den Offizieren eine Schachtel mit Fragmenten, die sie nur ungern mitnahmen. Aber sie taten es trotzdem. Wohin flog B-25 auf dem Rückweg? Hamilton? Hamilton Field in Kalifornien. Sie starteten von McCord Field und flogen nach Süden, in 3000 Metern Höhe. Und in dieser Höhe begannen die Probleme. Ja. Laut offiziellen Berichten der Luftwaffe bekam Harold Dahl am 1. August 1947, 40 Tage nach dem Vorfall, Besuch von 2 Agenten des militärischen Geheimdienstes. Sie nahmen das Material mit, das er und seine Männer gesammelt hatten.
Die Offiziere brachten ihn an Bord eines B-25-Bombers, der sie vom Stützpunkt McCord in Tacoma zum Stützpunkt Hamilton in Nordkalifornien bringen sollte. Was in den Minuten nach dem Start geschah, bleibt ein Rätsel. Das Flugzeug war nur 2 Wochen zuvor general überholt worden. Doch 20 Minuten nach dem Start stürzte die Maschine in einem Wald bei Kelso, Washington, ab. Zwei Passagiere konnten sich mit dem Fallschirm retten, aber die beiden Piloten starben. Laut den Berichten der Luftwaffe war die Absturzursache ein Feuer in einem Kabelkasten. Aber einige UFO-Forscher glauben, dass das UFO-Material im Gepäckraum eine Reihe von Ereignissen ausgelöst hat, die dann zum Absturz führten. Ich glaube, wir haben hier genug getan. Wir fahren zu dem Wrack des Flugzeugs und durchsuchen dort die ganze Gegend. Vielleicht finden wir die Antwort in Kelso. Genau, auf nach Kelso. Auf dem Weg nach Kelso will Pat in der Bücherei anhalten, um die Archive der Stadt nach mehr Informationen über den Absturz zu durchsuchen. Was hast du gefunden, Pat? Sieh dir das an. Du hattest recht. Ich hatte recht? 1947 war der Sommer der fliegenden Untertassen. Schau dir das an. In 39 Staaten wurden UFOs gesichtet. Kenneth Arnold war der Erste, der von fliegenden Untertassen berichtete. Er hatte 9 davon über dem Mount Rainier gesichtet, 3 Tage nach dem Vorfall bei Maury Island. Seine Geschichte machte Schlagzeilen im ganzen Land, aber 2 Wochen später gab es eine noch größere Story. Am 7. Juli beschreiben 3 Leute fliegende Untertassen. Mal sehen, ob wir die Verbindung zu Roswell herstellen können. Hier. Am 8. Juli enthüllt das Militär die Entdeckung eines UFOs in New Mexico. Militär enthüllt die Entdeckung eines UFOs. Geh mal zum 1. August. Sieh mal da. Wow, schau dir das an. Auf der Titelseite. Wenn das noch nicht reicht, hör zu. Im Internet habe ich vorhin einen Artikel gefunden über den Neffen eines der Piloten. Wow. Lieutenant Browns Neffe oder Großneffe heißt Barry Fisher. Wow. Wir sollten versuchen, ihn zu erreichen, ihn anzurufen. Und dann bringen wir ihn zu der Absturzstelle. Wir sind von Maury bis hier nach Kelso gefahren. Wir untersuchen den Absturz der B-25. Das ist ein rätselhafter Fall. Erst werden UFOs gesichtet und als 2 Offiziere den Vorfall untersuchen, stürzt ihr Flugzeug ab. Sollte das ein Zufall sein? Vielleicht finden wir heute eine Antwort. Wir sind da, Leute. Garth! Hallo! Schön, dich zu sehen, mein Freund. Garth Baldwin ist Archäologe und ein Experte für die Topographie und Geschichte der Gegend um Kelso. Zum ersten Mal untersucht das Team die Absturzstelle. Wenn die Berichte wahr sind, müssten sie hier den UFO-Schutt finden. Hier im Tal von Gobble Creek stürzte das Flugzeug ab. Der linke Flügel landete im freien Gelände hier um die Ecke. Vielleicht wollt ihr euch das mal ansehen. Klar. Garth ist ein professioneller Archäologe. Er wird uns helfen, die Gegend zu untersuchen. Wir müssen so genau wie möglich vorgehen. Und er ist der Mann, der uns dabei helfen wird. Dort ist der linke Flügel heruntergebrochen. Der Motor hatte Feuer gefangen und der linke Flügel riss ab. Das Gewicht des Motors und seine Flugbahn schleuderten es in diese Richtung. Die Absturzstelle ist genau dort drüben, zwischen diesen Bäumen. Um etwa 2.20 Uhr morgens kam das Flugzeug aus Nordosten und stürzte bei Gobble Creek ab. Der Radius, in dem die Trümmer landeten, ist 300 Meter breit. Warum hätte die B-25 die vermeintliche UFO-Schlacke von Maury Island transportieren sollen, wenn es dort keinen Vorfall gegeben hätte und somit auch keine Schlacke? Warum hätten diese Offiziere also ihre Zeit verschwenden sollen, etwas in der B-25 zu transportieren? Wochen nach dem Absturz meldeten sich über 300 Freiwillige, um die Absturzstelle in einer militärischen Operation zu säubern.
Der ganze Vorgang wurde in Pressemitteilungen dokumentiert. Der Kelsonian Tribune berichtete, Zitat, da die Armee die Absturzstelle bewachte und jegliches Fotografieren verbot, muss man davon ausgehen, dass das Flugzeug eine geheime Ladung an Bord hatte. Könnte es immer noch Überreste dieser Ladung geben? Stürzte das Flugzeug wegen mechanischer Fehler ab? Möglich. Wir wissen auch, dass der B-25-Bomber schwierig zu fliegen war. Aber es gibt auch noch andere Hinweise. Was transportierte das Flugzeug? Das müssen wir herausfinden, um klarzustellen, warum es abstürzte. Die Suche nach der Absturzstelle bereitet dem Team einige Probleme. Gas, wo sind wir? Ungefähr hier. Der Absturz geschah vor 60 Jahren. In dieser Schlucht stürzte das Flugzeug ab. Die Absturzstelle ist mitten in der Wildnis mit einer schnell wachsenden, dichten Vegetation. Hier ist das Zentrum der Absturzstelle. Die Schlucht packte das Flugzeug wie ein Baseballhandschuh. Außerdem macht das hohe Grundwasser die Erde instabil. Die Trümmer könnten tief in die Erde gesunken sein. Hier lagen die meisten Wrackteile. Das wurde bestätigt. Wow. Das ist das Zentrum. Das könnte entweder der Rahmen des Motors sein oder der Schutzmantel der Vorderseite. Es ist Flugzeugaluminium. Die Metallstruktur ist eisenhaltiges Metall, wie Stahl. Das ist ungewöhnlich für die meisten Teile eines Flugzeuges. Es hat was gefunden. Ja, hier ist irgendwas. Diese Trümmer stammen auf jeden Fall von dem Flugzeug. Allerdings ist nicht mehr viel davon übrig. Das ist offensichtlich Aluminium vom Flugzeug. Da sind Stabilisatoren drauf. Scheint etwas mit dem Drehmoment zu tun zu haben. Es glänzt, als ob es erhitzt wurde. Wärmeableiter. Genau. Direkt zu unseren Füßen könnten die ersten Beweise der Existenz von UFOs liegen. Der Aufprall und die Hitze des Absturzes könnten dazu geführt haben, dass Teile der Ladung mit dem Rahmen des Flugzeugs verschmolzen. Laut dem Justizministerium gilt bei der Spurensicherung die Lockhartsche Regel. Sie besagt, dass kein Kontakt zwischen zwei Objekten vollzogen werden kann, ohne dass diese wechselseitige Spuren hinterlassen. Wenn wir die UFO-Schlacke finden, die das Feuer verursachte, und das auch noch nahe an dem Punkt, wo es ausgebrochen ist, dann haben wir einen Beweis. Das Team zieht ein kreisförmiges Raster um das Zentrum herum. Umweltgesetze verbieten das Graben in der Erde, darum benutzt das Team Markierungen. Vielleicht ergibt das ein bestimmtes Muster. Die Frage ist, was das Flugzeug transportierte. Warum kamen so viele Militärs, um die Gegend zu untersuchen? Seht euch das an, Leute. Hier ist Gummi. Ist das Isolierung oder ein Reifen? Diese Proben werden ins Labor nach Los Angeles geschickt und auf Anomalien getestet. Ich habe ein paar Bodenproben genommen. Die hier ist vom Zentrum. Super. Und die ist vom Bachufer, 2 Meter neben dem Motor. Wir haben so viel Ausrüstung, die sie 1947 noch nicht hatten. Auch wenn die Armee 300 Leute die Gegend durchkämmen ließ, war ihre Technologie noch nicht so weit entwickelt wie unsere heutige. Wir haben sensiblere Metalldetektoren und wir benutzen Radardetektoren, die zeigen, was unter der Erde liegt. Außerdem haben wir Garth, der diese Suche leitet. Der Radardetektor hat eine Reichweite von fast 8 Metern in die Tiefe. Er sendet und empfängt Signale und erzeugt so ein dreidimensionales Bild dessen, was unter der Absturzstelle liegt. Rob Shaw bedient das Radarsystem.
Es soll aufzeigen, ob sich unter der Oberfläche außerhalb der Reichweite von Metalldetektoren UFO-Material verbirgt, das aufgrund seiner Hitze tief in die Erde gesunken ist. Du sammelst all die Daten und speicherst sie auf deiner Festplatte. Was ist der nächste Schritt? Nach dem Scan hat man zwei Dateien. Aus diesen beiden errechnet man das 3D-Bild. Das Radar scannt die Gegend zweimal aus leicht unterschiedlichen Winkeln. Ein Computerprogramm verbindet die beiden Bilder und errechnet ein dreidimensionales Abbild dessen, was unter der Oberfläche liegt. Während Rob die Daten einfängt, sammelt das Team Wrackteile der B-25. Wir dürfen zwar nicht graben, aber können es sozusagen röntgen. Aber die Radarbilder sind ungenau. Das Terrain ist uneben und überwuchert. Die Daten des Radarsystems sind ergebnislos. Wir können das Gerät nicht richtig bewegen. Und außerdem ist der Boden zu feucht. Wir erhalten nicht genügend Daten. Leider. Das Team fährt mit der Suche fort. Plötzlich bekommen sie Besuch. Hallo? Bist du Pat? Barry Fisher ist der Großneffe des Piloten Frank Brown, der beim Absturz der B-25 ums Leben kam. Schön, dich zu treffen. Ebenso. Ich habe ein paar Kopien mitgebracht, wie am Telefon besprochen. Sehr gut. Ein paar der Fotos. Das ist dein Onkel? Das ist mein Großonkel, Frank Brown. Während seiner Nachforschungen machte er eine interessante Entdeckung. Was ist das für ein Artikel hier? Das habe ich neulich erst entdeckt. Keine Ahnung, wo es her ist. Aber sein Militärpass ist darauf. Er war ein Unterleutnant des Militärgeheimdienstes, aber in Wahrheit ein Agent der Gegenspionage. Interessant. Dann sagt Barry etwas noch Überraschenderes. Nachdem man seinen Körper gefunden hat, gaben sie seine militärische Identitätsmarken einem Mann namens Kenneth Arnold. Normalerweise würde man die doch ans Militär zurückgeben. Kenneth Arnold war einer der ersten, der UFOs über Mount Rainier gesichtet hat. Aber warum bekam er die Hundemarke? Harold Dahl sichtete am 21. Juni 1947 UFOs auf Maury Island. Nur drei Tage später werden sie von Kenneth Arnold erneut gesichtet, nur 80 Kilometer entfernt. Sein Bericht über 9 blitzende Untertassen nahe des Mount Rainier hielten das ganze Land in Atem. Die Geschichte erschien in Zeitungen in ganz Amerika. Das machte ihn zum inoffiziellen Experten für UFOs. Zwei Wochen später stürzt Berichten zufolge ein UFO in der Nähe von Roswell in New Mexico ab. Ist es möglich, dass alle drei Vorfälle miteinander zu tun haben? Zunächst schwieg Harold Dahl über das, was er gesehen hatte. Als er später damit an die Öffentlichkeit trat, traf sich Kenneth Arnold mit ihm, um zu vergleichen, was sie gesehen hatten. Arnold glaubte, was ihm Dahl erzählte und dass es Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben könnte. Arnold kontaktierte den Geheimdienst, der nach Maury kam und das UFO-Material einsammelte. Was hatten Sie mit Arnold vereinbart? Warum sollte er die Untersuchungen führen? Nach Kenneth Arnolds Beobachtung geriet das ganze Land in ein UFO-Fieber. Eine Woche später veröffentlichte das Militär die Geschichte des UFO-Absturzes bei Roswell in Mexiko. Das Militär bestätigte damit Kenneth Arnold. Er war der Erste, der jemals ein UFO gesehen hatte, also musste er die Untersuchung leiten. Nach dem Tod des Piloten Brown gab man Arnold dessen Militärpass. Je mehr die Vorfälle auf Maury Island und in Kelso miteinander zu tun haben,
umso mehr Fragen werden aufgeworfen. Warum sendete man zwei Offiziere, um die Proben zu sammeln und dann mitzunehmen? Auf Druck des FBI widerrief Harold Dahl seine Aussage am 7. August 1947. Doch bis zu seinem Tod glaubte er an das, was er gesehen hatte. Das wurde nie aufgeklärt und hat eine Art Loch in der Familie hinterlassen. Also hoffentlich findet ihr ein paar Hinweise, die das Ganze auflösen. Das hat sich keiner ausgedacht. Das ist wirklich passiert. Unabhängig davon, was Harold Dahl sah, berichtete er über ein UFO und das Ganze nahm ein tragisches Ende. Wenn es die UFO-Schlacke wirklich gab, müsste ich im Labor eine Art Reaktion mit dem Boden und der organischen Umwelt hier nachweisen können. Wir müssen nachweisen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Proben von Maury Island und denen von Kelso. Und das können wir nur im Labor feststellen. Im Oktober 2007 kommt das Team in Los Angeles an und sucht das Labor von Dr. Sam Iyengar auf, einem Wissenschaftler, der die neuesten Technologien anwenden wird, um den Absturz der B-25 zu untersuchen. Wir befinden uns hier inmitten der majestätischen Berge von Orange County, bei Dr. Sams Labor. Wir haben ihm eine Menge Proben aus Kelso mitgebracht. Bodenproben und die Gummidichtung des Treibstofftanks werden auf Anomalien untersucht. Wir wollen herausfinden, ob es technisches Versagen war. Laut einem der Offiziere war es ein Kurzschluss, der den Treibstofftank explodieren ließ und das Flugzeug zum Absturz brachte. Wissenschaftler Ted Agworth ist wieder dabei. Er hat die Proben von Maury Island untersucht und ist zu einem Ergebnis gekommen. Ted tauchte in den Gewässern von Maury Island und das meiste, was er fand, war Sedimentgestein wie dieses hier. Das ist sehr häufig in der Gegend. Aber eine interessante Sache hat er gefunden, über die er sich sehr freuen wird. Das hier ist sehr leicht und offensichtlich unterscheidet es sich von den anderen Steinen, die man in der Gegend findet. Es weist Blasen auf, die man von überhitztem Metall kennt. So könnte die geschmolzene Schlacke ausgesehen haben, die aus dem UFO fiel. Aber in Wahrheit ist es nur Lavagestein. Es entstand durch vulkanische Aktivitäten, die Lava an die Oberfläche brachte. Ich glaube nicht, dass es außerirdisch ist, aber ich verstehe, dass Pat dies vermutet hatte. Auf der Suche nach weiteren Resultaten begibt sich das Team zum Labor. Hallo Sam, wie geht's dir? Sehr gut. Das ist Dr. Sam Iyengar. Dr. Iyengar wird die Proben des Wracks auf Anomalien hin überprüfen. Es ist das erste Mal, dass diese Art von wissenschaftlicher Präzision öffentlich für die UFO-Forschung angewandt wird. Wir werden Messungen vornehmen und nach Anomalien suchen. Wir haben Bodenproben von der Absturzstelle. Wir haben ein Metallteil, vermutlich Aluminium. Und wir haben ein Stück Gummi, das vermutlich vom Wrack des Flugzeugs stammt. Wir müssen herausfinden, ob das Material Anomalien aufweist oder nicht. Wir haben ein paar konventionelle metallurgische Tests durchgeführt. Transmission, Röntgen. Wir bestrahlen die Probe mit Infrarotlicht. Schau dir die molekulare Schwingung an. Wir haben Diffraktionsanalysen durchgeführt und ein Elektronenmikroskop verwendet. Hier wird das Material geröntgt. Unsere Tests waren umfassend und wir haben die richtigen Geräte verwendet. Wir müssen eben nur eine Probe finden, die Hinweise in sich trägt. Nach Abschluss der Tests zeigt sich ein interessantes Ergebnis. Ich habe eine Probe vom gezackten Rand dieses Aluminiumteils genommen und es mittels Diffraktion analysiert. Dieses Muster kam dabei heraus. Aluminium und Aluminiumoxid. Ja, es wurde korrodiert.
Aluminiumoxid ist das Resultat von oxidierendem Aluminium. Eine chemische Reaktion, die durch Ätzen oder den Einfluss großer Hitze entsteht. Alle Tests bestätigen, dass ein Feuer mit extremen Temperaturen an Bord der B-25 ausgebrochen sein muss. Das spricht gegen die Theorie, dass es sich um eine Explosion der Treibstofftanks handelte. Als nächstes analysiert Dr. Iyengar die Bodenproben, die an der Absturzstelle gesammelt wurden. Das sind die Ergebnisse der Analysen der vier Bodenproben. Die neben dem Motor und 5 Meter von der Absturzstelle entfernt sehen alle gleich aus. Aber woher kommt dieser Ausschlag? Das liegt an einem erhöhten Kristallinisationsgrad. Das kommt von der Hitze. Die Kristallinität der Proben unterstreicht, wie intensiv die Hitze war. Alle vier Bodenproben sind davon betroffen. Aber die größere Frage bleibt offen. Was hatte das Feuer entfacht? Wenn mir jemand sagt, es hätte einen Funken im Flugzeug gegeben, würde ich wissen wollen, was den Funken erzeugte. Wenn es UFO-Schlacke gab, hätte dies dann durch hohe Radioaktivität, magnetische Felder oder thermale Einflüsse den Absturz bewirken können? Wir müssen zurück ins Labor und weitere Tests durchführen. Das Team fährt zum Labor des Forschers John Tyndall, der zeigt, wie ein Stück Schlacke einen desaströsen Effekt auf die mechanischen und elektrischen Systeme der B-25 erzeugt haben könnte. So könnte die Schlacke ausgesehen haben. Sie ist eisenhaltig und deshalb magnetisch. Das hier ist ein Schaltrelais, wie man es in Flugzeugen sehr häufig findet. Wenn sich die Schlacke während des Flugs bewegt hat, hätte ihr magnetisches Feld die Schaltung beeinflussen können. Wenn sich ein Magnet dem Schaltrelais nähert, löst er Störungen aus. Wenn die UFO-Schlacke magnetisch war, hätte sie mehrere Schalter und Motoren im Flugzeug beeinflussen können. Ein kaputter Schaltkreis könnte dann die elektrischen Systeme in Schwierigkeiten gebracht haben. Die B-25 verfügt über 120 Ampere, um alle nötigen Funktionen zu ermöglichen. Und das alles wird über Schaltrelais kontrolliert. Mit dieser Anordnung können wir nun einen Kurzschluss hervorrufen, beispielsweise im Motor. Also laufen 120 Ampere durch einen 20 Ampere Schaltkreis. Das heißt, der Schaltkreis wird überlastet. Seht euch das selbst an. Das Kabel ist einfach verdampft. John hat eine weitere Theorie. Er hat gezeigt, wie eine magnetische Ladung die elektrischen und mechanischen Systeme des Flugzeugs betreffen kann. Aber war es auch möglich, dass das Material selbst zum Absturz führte? Ich entzünde die Schlacke mit einem Schweißgerät. Das hätte damals passieren können. Schaut euch das an. Wow! Das ist also brennende Schlacke. Seht euch die Glut an. Ja. Könnte sich das durch den Rumpf eines Flugzeuges bohren? Das ist über 2000 Grad heiß. Und Aluminium schmilzt bei 650 Grad. Aluminium ist der Hauptbestandteil im Rumpf und in den Flügeln der B-25. Ein 2000 Grad heißes Feuer wäre verheerend. Wenn es einen Kurzschluss gab und diese den Schutt berührte, hätte es einen ähnlichen Effekt zur Folge gehabt. Ist das die gleiche Art von Aluminium, aus dem das Flugzeug gebaut ist? Das gleiche Material. In der entsprechenden Kombination sind diese Sachen äußerst entflammbar und werden Teil einer exothermen Reaktion. Passt auf! Wow! Wenn das Flugzeug so eine Schlacke transportierte und ein Feuer ausbrach, wäre dies das Ergebnis gewesen. Dieses Feuer ist nicht vergleichbar mit einem normalen Feuer. Es brennt sich durch jegliche Form von Metall und hat diesem Flugzeug erhebliche Probleme bereitet.
Hypothesen zu treffen ist eine Sache, aber es mit seinen eigenen Augen zu sehen, ist etwas anderes. Wenn man es entfacht, kann es ein Feuer verursachen, das sich durch Metall bohrt und einen Flugzeugabsturz herbeiführen kann. Vielleicht handelte es sich tatsächlich um UFO-Schutt, der diesen Absturz verursacht hat. Nun also, wir sind zurück von Tendals Labor und zurück aus Kelso. Wir durften zwar nicht das ganze Wrack ausgraben, aber wir konnten ein paar gute Proben sammeln. Wir haben gezeigt, wie ein Feuer entstanden sein könnte und dass es an Bord hätte ausbrechen können. Die Proben, die Pat beim Tauchen gefunden hat, sind auf jeden Fall irdischer Herkunft. Bei den Proben, die wir in Dr. Sams Labor analysiert haben, gibt es zwar auch keine klaren Beweise für eine extraterrestrische Herkunft, aber wir können es nicht ausschließen. Seit 60 Jahren ist niemand mehr an der Absturzstelle gewesen. Wir waren dort und haben Proben gesammelt. Wir haben sie zusammen mit respektablen Wissenschaftlern untersucht. Wir haben die letzten Momente des Flugzeugabsturzes rekonstruiert. Wir bringen Wissenschaft und Ufologie zusammen. Also Wissenschaft anstelle von Spekulationen. Viele Proben führten zu keinem Ergebnis. Aber Experten behaupten, dass sich sowohl auf Maury Island wie an der Absturzstelle in Kelso seltsame Vorfälle ereignet hatten. Was wirklich geschah, wissen wir nicht. Auch die Zeugen sind sich sicher, dass im Sommer 1947 etwas Merkwürdiges auf Maury Island geschehen ist. Es verletzte Augenzeugen und führte zu einer Kette von Ereignissen, die letztlich den Tod zweier Piloten verursachte. Doch es bleibt weiterhin ein Geheimnis. 90% aller UFO-Geschichten sind totaler Blödsinn. Es sind Wahnvorstellungen, dumme Scherze oder Missverständnisse. Aber 10% aller Vorfälle sind echt. Wir werden sie finden, weil sie da sind. Und wir werden es beweisen. Um etwa 2.20 Uhr morgens kam das Flugzeug aus Nordosten und stürzte bei Goble Creek ab. Der Radius, in dem die Trümmer landeten, ist 300 Meter breit. Warum hätte die B-25 die vermeintliche UFO-Schlacke von Maury Island transportieren sollen, wenn es dort keinen Vorfall gegeben hätte und somit auch keine Schlacke? Warum hätten diese Offiziere also ihre Zeit verschwenden sollen, etwas in der B-25 zu transportieren? Wochen nach dem Absturz meldeten sich über 300 Freiwillige, um die Absturzstelle in einer militärischen Operation zu säubern. Der ganze Vorgang wurde in Pressemitteilungen dokumentiert. Der Kelsonian Tribune berichtete, Zitat, da die Armee die Absturzstelle bewachte und jegliches Fotografieren verbot, muss man davon ausgehen, dass das Flugzeug eine geheime Ladung an Bord hatte. Könnte es immer noch Überreste dieser Ladung geben? Stürzte das Flugzeug wegen mechanischer Fehler ab? Möglich. Wir wissen auch, dass der B-25-Bomber schwierig zu fliegen war. Aber es gibt auch noch andere Hinweise. Was transportierte das Flugzeug? Das müssen wir herausfinden, um klarzustellen, warum es abstürzte. Die Suche nach der Absturzstelle bereitet dem Team einige Probleme. Gas, wo sind wir? Ungefähr hier. Der Absturz geschah vor 60 Jahren. In dieser Schlucht stürzte das Flugzeug ab. Die Absturzstelle ist mitten in der Wildnis mit einer schnell wachsenden, dichten Vegetation. Hier ist das Zentrum der Absturzstelle. Die Schlucht packte das Flugzeug wie ein Baseballhandschuh. Außerdem macht das hohe Grundwasser die Erde instabil. Die Trümmer könnten tief in die Erde gesunken sein. Hier lagen die meisten Wrackteile. Das wurde bestätigt. Wow. Das ist das Zentrum. Das könnte entweder der Rahmen des Motors sein oder der Schutzmantel der Vorderseite.
Es ist Flugzeugaluminium. Die Metallstruktur ist eisenhaltiges Metall, wie Stahl. Das ist ungewöhnlich für die meisten Teile eines Flugzeuges. Es hat was gefunden. Ja. Hier ist irgendwas. Diese Trümmer stammen auf jeden Fall von dem Flugzeug. Allerdings ist nicht mehr viel davon übrig. Das ist offensichtlich Aluminium vom Flugzeug. Da sind Stabilisatoren drauf. Scheint etwas mit dem Drehmoment zu tun zu haben. Teilstruktur ist eisenhaltiges Metall, wie Stahl. Das ist ungewöhnlich für die meisten Teile eines Flugzeuges. Es hat was gefunden. Ja. Hier ist irgendwas. Diese Trümmer stammen auf jeden Fall von dem Flugzeug. Allerdings ist nicht mehr viel davon übrig. Das ist offensichtlich Aluminium vom Flugzeug. Da sind Stabilisatoren drauf. Scheint etwas mit dem Drehmoment zu tun zu haben. Es glänzt, als ob es erhitzt wurde. Wärmeableiter. Genau. Direkt zu unseren Füßen könnten die ersten Beweise der Existenz von UFOs liegen. Der Aufprall und die Hitze des Absturzes könnten dazu geführt haben, dass Teile der Ladung mit dem Rahmen des Flugzeugs verschmolzen. Laut dem Justizministerium gilt bei der Spurensicherung die Lockhartsche Regel. Sie besagt, dass kein Kontakt zwischen zwei Objekten vollzogen werden kann, ohne dass diese wechselseitige Spuren hinterlassen. Wenn wir die UFO-Schlacke finden, die das Feuer verursachte, und das auch noch nahe an dem Punkt, wo es ausgebrochen ist, dann haben wir einen Beweis. Das Team zieht ein kreisförmiges Raster um das Zentrum herum. Umweltgesetze verbieten das Graben in der Erde, darum benutzt das Team Markierungen. Vielleicht ergibt das ein bestimmtes Muster. Die Frage ist, was das Flugzeug transportierte. Warum kamen so viele Militärs, um die Gegend zu untersuchen? Seht euch das an, Leute. Hier ist Gummi. Ist das Isolierung oder ein Reifen? Diese Proben werden ins Labor nach Los Angeles geschickt und auf Anomalien getestet. Ich habe ein paar Bodenproben genommen. Die hier ist vom Zentrum. Super. Und die ist vom Bachufer, 2 Meter neben dem Motor. Wir haben so viel Ausrüstung, die sie 1947 noch nicht hatten. Auch wenn die Armee 300 Leute die Gegend durchkämmen ließ, war ihre Technologie noch nicht so weit entwickelt wie unsere heutige. Wir haben sensiblere Metalldetektoren und wir benutzen Radardetektoren, die zeigen, was unter der Erde liegt. Außerdem haben wir Garth, der diese Suche leitet. Der Radardetektor hat eine Reichweite von fast 8 Metern in die Tiefe. Er sendet und empfängt Signale und erzeugt so ein dreidimensionales Bild dessen, was unter der Absturzstelle liegt. Rob Shaw bedient das Radarsystem. Wir untersuchen den Absturz der B-25. Das ist ein rätselhafter Fall. Erst werden UFOs gesichtet und als 2 Offiziere den Vorfall untersuchen, stürzt ihr Flugzeug ab. Sollte das ein Zufall sein? Vielleicht finden wir heute eine Antwort. Wir sind da, Leute. Garth! Hallo! Schön, dich zu sehen, mein Freund. Garth Baldwin ist Archäologe und ein Experte für die Topographie und Geschichte der Gegend um Kelso. Zum ersten Mal untersucht das Team die Absturzstelle. Wenn die Berichte wahr sind, müssten sie hier den UFO-Schutt finden. Hier im Tal von Gobble Creek stürzte das Flugzeug ab. Der linke Flügel landete im freien Gelände hier um die Ecke. Vielleicht wollt ihr euch das mal ansehen. Klar. Garth ist ein professioneller Archäologe. Er wird uns helfen, die Gegend zu untersuchen. Wir müssen so genau wie möglich vorgehen. Und er ist der Mann, der uns dabei helfen wird. Dort ist der linke Flügel heruntergebrochen. Der Motor hatte Feuer gefangen und der linke Flügel riss ab. Das Gewicht des Motors und seine Flugbahn schleuderten es in diese Richtung.
Die Absturzstelle ist genau dort drüben, zwischen diesen Bäumen. Um etwa 2.20 Uhr morgens kam das Flugzeug aus Nordosten und stürzte bei Goble Creek ab. Der Radius, in dem die Trümmer landeten, ist 300 Meter breit. Warum hätte die B-25 die vermeintliche UFO-Schlacke von Maury Island transportieren sollen, wenn es dort keinen Vorfall gegeben hätte und somit auch keine Schlacke? Warum hätten diese Offiziere also ihre Zeit verschwenden sollen, etwas in der B-25 zu transportieren? Wochen nach dem Absturz meldeten sich über 300 Freiwillige, um die Absturzstelle in einer militärischen Operation zu säubern. Der ganze Vorgang wurde in Pressemitteilungen dokumentiert. Der Kelsonian Tribune berichtete, Zitat, da die Armee die Absturzstelle bewachte und jegliches Fotografieren verbot, muss man davon ausgehen, dass das Flugzeug eine geheime Ladung an Bord hatte. Könnte es immer noch Überreste dieser Ladung geben? Stürzte das Flugzeug wegen mechanischer Fehler ab? Möglich. Wir wissen auch, dass der B-25-Bomber schwierig zu fliegen war. Aber es gibt auch noch andere Hinweise. Was transportierte das Flugzeug? Das müssen wir herausfinden, um klarzustellen, warum es abstürzte. Biologie und geologische Phänomene. Scientific inquiry is my mission. Niemand hat in den letzten 60 Jahren Licht in diesen Fall gebracht. Aber wir werden es schaffen. Puget Sound besteht aus Buchten, Untiefen und Inseln. Insgesamt umfasst das Gebiet über 7200 Quadratkilometer. Das Team fährt zum südlichen Strand von Maury Island, 47 Grad nördliche Breite, 122 Grad westliche Länge, ca. 11 Kilometer nördlich von Tacoma. Als erstes werden wir versuchen, Teile des ausgestoßenen Schutts zu bergen. Harold Dahl beschrieb das Material als metallische Schlacke. Er hat sehr präzise darüber berichtet, wo er die UFOs gesichtet hat. Ich werde zum Grund hinabtauchen und versuchen, den Schutt zu finden. Laut Harold Dahl hatte das metallische Material Ähnlichkeit mit schwarzem Lavagestein. Möglicherweise hatte es etwas mit dem Antriebssystem des UFOs zu tun. Ein Flugzeug, das abzustürzen droht, wirft normalerweise seinen Treibstoff ab, um das Gewicht und die Explosionsgefahr bei einer Notlandung zu verringern. Hatte das UFO vielleicht ebenso gehandelt? Oh, das Wasser sieht kalt aus. Wahrscheinlich um die 10 Grad. Der UFO-Forscher Ron Millione wird dem Team helfen, das große Areal zu durchkämmen. Pat wird in die Meerenge tauchen, um nach dem Schutt zu suchen. Die Suchstelle ist etwa 550 Quadratmeter groß und 18 Meter tief. Wir nähern uns der Stelle, wo sich der Vorfall ereignet hat. Eine Art Raumschiff hat dem Material abgeworfen, das im Wasser und am Strand gelandet ist. Ich werde auf den Grund tauchen, um dort nach Hinweisen zu suchen. Die Schlacke soll eine Art geschmolzenes Metall sein, ähnlich wie Lava. Ich glaube, es war flüssiges Metall, das irgendwie von dieser Untertasse ausgestoßen wurde. Jetzt muss es aussehen wie Gestein. Die Hinweise deuten klar darauf hin, dass hier ein UFO gesichtet wurde. Vielleicht finde ich etwas. Wir werden sehen. Könnte es sein, dass die unidentifizierten Objekte nichts anderes waren als Flugzeuge, die in Formation flogen? Ich glaube nicht, dass es ein Flugzeug war. Es sah aus wie ein Donut und es warf Material ab. Das tun Flugzeuge normalerweise nicht. Es beschädigte das Boot, es tötete den Hund und verwundete den Arm des Sohnes. Es war ein klarer Tag. Dahl war sich sicher, was er sah. Ich bin überzeugt, dass es ein UFO war. Wird uns helfen, die Gegend zu untersuchen. Wir müssen so genau wie möglich vorgehen. Und er ist der Mann, der uns dabei helfen wird. In diesem Fall haben wir den Mann, der uns dabei helfen wird.
Dort ist der linke Flügel heruntergebrochen. Der Motor hatte Feuer gefangen und der linke Flügel riss ab. Das Gewicht des Motors und seine Flugbahn schleuderten es in diese Richtung. Die Absturzstelle ist genau dort drüben, zwischen diesen Bäumen. Um etwa 2.20 Uhr morgens kam das Flugzeug aus Nordosten und stürzte bei Goble Creek ab. Der Radius, in dem die Trümmer landeten, ist 300 Meter breit. Warum hätte die B-25 die vermeintliche UFO-Schlacke von Maury Island transportieren sollen, wenn es dort keinen Vorfall gegeben hätte und somit auch keine Schlacke? Warum hätten diese Offiziere also ihre Zeit verschwenden sollen, etwas in der B-25 zu transportieren? Wochen nach dem Absturz meldeten sich über 300 Freiwillige, um die Absturzstelle in einer militärischen Operation zu säubern. Der ganze Vorgang wurde in Pressemitteilungen dokumentiert. Der Kelsonian Tribune berichtete, Zitat, da die Armee die Absturzstelle bewachte und jegliches Fotografieren verbot, muss man davon ausgehen, dass das Flugzeug eine geheime Ladung an Bord hatte. Könnte es immer noch Überreste dieser Ladung geben? Stürzte das Flugzeug wegen mechanischer Fehler ab? Möglich. Wir wissen auch, dass der B-25-Bomber schwierig zu fliegen war. Aber es gibt auch noch andere Hinweise. Was transportierte das Flugzeug? Das müssen wir herausfinden, um klarzustellen, warum es abstürzte. Die Suche nach der Absturzstelle bereitet dem Team einige Probleme. Gas, wo sind wir? Ungefähr hier. Der Absturz geschah vor 60 Jahren. In dieser Schlucht stürzte das Flugzeug ab. Die Absturzstelle ist mitten in der Wildnis mit einer schnell wachsenden, dichten Vegetation. Hier ist das Zentrum der Absturzstelle. Die Schlucht packte das Flugzeug wie ein Baseballhandschuh. Außerdem macht das hohe Grundwasser die Erde instabil. Die Trümmer könnten tief in die Erde gesunken sein. Hier lagen die meisten Wrackteile. Das wurde bestätigt. Wow. Das ist das Zentrum. Das könnte entweder der Rahmen des Motors sein oder der Schutzmantel der Vorderseite. Das sind die Ergebnisse der Analysen der vier Bodenproben. Die neben dem Motor und 5 Meter von der Absturzstelle entfernt sehen alle gleich aus. Aber woher kommt dieser Ausschlag? Das liegt an einem erhöhten Kristallinisationsgrad. Das kommt von der Hitze. Die Kristallinität der Proben unterstreicht, wie intensiv die Hitze war. Alle vier Bodenproben sind davon betroffen. Aber die größere Frage bleibt offen. Was hatte das Feuer entfacht? Wenn mir jemand sagt, es hätte einen Funken im Flugzeug gegeben, würde ich wissen wollen, was den Funken erzeugte. Wenn es UFO-Schlacke gab, hätte dies dann durch hohe Radioaktivität, magnetische Felder oder thermale Einflüsse den Absturz bewirken können? Wir müssen zurück ins Labor und weitere Tests durchführen. Das Team fährt zum Labor des Forschers John Tyndall, der zeigt, wie ein Stück Schlacke einen desaströsen Effekt auf die mechanischen und elektrischen Systeme der B-25 erzeugt haben könnte. So könnte die Schlacke ausgesehen haben. Sie ist eisenhaltig und deshalb magnetisch. Das hier ist ein Schaltrelais, wie man es in Flugzeugen sehr häufig findet. Wenn sich die Schlacke während des Flugs bewegt hat, hätte ihr magnetisches Feld die Schaltung beeinflussen können. Wenn sich ein Magnet dem Schaltrelais nähert, löst er Störungen aus. Wenn die UFO-Schlacke magnetisch war, hätte sie mehrere Schalter und Motoren im Flugzeug beeinflussen können. Ein kaputter Schaltkreis könnte dann die elektrischen Systeme in Schwierigkeiten gebracht haben. Die B-25 verfügt über 120 Ampere, um alle nötigen Funktionen zu ermöglichen. Und das alles wird über Schaltrelais kontrolliert.
Mit dieser Anordnung können wir nun einen Kurzschluss hervorrufen, beispielsweise im Motor. Also laufen 120 Ampere durch einen 20 Ampere Schaltkreis. Das heißt, der Schaltkreis wird überlastet. Seht euch das selbst an. Das Kabel ist einfach verdampft. John hat eine weitere Theorie. Er hat gezeigt, wie eine magnetische Ladung die elektrischen und mechanischen Systeme des Flugzeugs betreffen kann. Aber war es auch möglich, dass das Material selbst zum Absturz führte? Ich entzünde die Schlacke mit einem Schweißgerät. Das hätte damals passieren können. Schaut euch das an. Wow! Das ist also brennende Schlacke. Seht euch die Glut an. Ja. Könnte sich das durch den Rumpf... Bitte, sind sie längst verstorben. Pat! Ja? Guten Morgen. Ja. Hast du alles gepackt? Bereit? Ja, fast. Wir haben einen neuen Fall. Wir fahren nach Maury Island. Ich bin Bill Burns, der Herausgeber des UFO Magazines. Es ist das einzige Magazin, das seit 1986 kontinuierlich gedruckt wird. Ich habe über 20 Jahre lang UFOs erforscht. Dieser 60 Jahre alte Vorfall im Bundesstaat Washington ist immer noch ungeklärt. Aber jetzt haben sich neue Hinweise ergeben. Mit dem Vorfall auf Maury Island begann die moderne UFO-Welle. Ich bin Pat Uskert, ein Mitarbeiter beim UFO Magazine. Mein Job ist es, Dokumente zu beschaffen und mit Augenzeugen zu sprechen. 2 Wochen vor Roswell sichtet ein Mann auf einem Boot 6 Raumschiffe. Sie werfen etwas über seinem Boot ab, verletzen seinen Sohn, töten seinen Hund und beschädigen das Boot. 60 Jahre danach haben wir Wrackteile gefunden. Zum ersten Mal können wir etwas im Labor analysieren. Ich brauche Fotos, archäologische Messungen und Proben. Bringt mir Proben vom Strand und vom Meeresboden. Besorgt mir Teile des Raumschiffs und Bodenproben. Ich werde alles analysieren. Ich bin Dr. Ted Eckworth. Ich bin Meteorologe und habe einen Doktortitel in Maschinenbau. Ich überprüfe die Daten, erstelle unverfälschte Analysen und komme zu einem objektiven Ergebnis. Jeff, du kommst mit uns mit. Pat wird unter Wasser suchen. Du hilfst uns, das Material zu sammeln und die Zeugen zu befragen. Wir werden Proben sammeln und sie ins Labor bringen. Ich bin Jeffrey Tomlinson. Mein Forschungsgebiet sind Biologie und geologische Phänomene. Niemand hat in den letzten 60 Jahren Licht in diesen Fall gebracht. Aber wir werden es schaffen. Puget Sound besteht aus Buchten, Untiefen und Inseln. Insgesamt umfasst das Gebiet über 7200 Quadratkilometer. Das Team fährt zum südlichen Strand von Maury Island, 47 Grad nördliche Breite, 122 Grad westliche Länge, ca. 11 Kilometer nördlich von Tacoma. Als erstes werden wir versuchen, Teile des ausgestoßenen Schutts zu bergen. Harold Dahl beschrieb das Material als metallische Schlacke. Er hat sehr präzise darüber berichtet, wo er die UFOs gesichtet hat. Ich werde zum Grund hinabtauchen und versuchen, den Schutt zu finden. Laut Harold Dahl hatte das metallische Material Ähnlichkeit mit schwarzem Lavagestein. Möglicherweise hatte es etwas mit dem Antriebssystem des UFOs zu tun. Das Kabel ist einfach verdampft. John hat eine weitere Theorie. Er hat gezeigt, wie eine magnetische Ladung die elektrischen und mechanischen Systeme des Flugzeugs betreffen kann. Aber war es auch möglich, dass das Material selbst zum Absturz führte? Ich entzünde die Schlacke mit einem Schweißgerät. Das hätte damals passieren können. Schaut euch das an. Wow! Das ist also brennende Schlacke. Seht euch die Glut an. Ja. Könnte sich das durch den Rumpf eines Flugzeuges bohren? Das ist über 2000 Grad heiß. Und Aluminium schmilzt bei 650 Grad. Aluminium ist der Hauptbestandteil im Rumpf und in den Flügeln der B-25. Ein 2000 Grad heißes Feuer wäre verheerend.
Wenn es einen Kurzschluss gab und diese den Schutt berührte, hätte es einen ähnlichen Effekt zur Folge gehabt. Ist das die gleiche Art von Aluminium, aus dem das Flugzeug gebaut ist? Das gleiche Material. In der entsprechenden Kombination sind diese Sachen äußerst entflammbar und werden Teil einer exothermen Reaktion. Passt auf! Wow! Wenn das Flugzeug so eine Schlacke transportierte und ein Feuer ausbrach, wäre dies das Ergebnis gewesen. Dieses Feuer ist nicht vergleichbar mit einem normalen Feuer. Es brennt sich durch jegliche Form von Metall und hat diesem Flugzeug erhebliche Probleme bereitet. Hypothesen zu treffen ist eine Sache, aber es mit seinen eigenen Augen zu sehen, ist etwas anderes. Wenn man es entfacht, kann es ein Feuer verursachen, das sich durch Metall bohrt und einen Flugzeugabsturz herbeiführen kann. Vielleicht handelte es sich tatsächlich um UFO-Schutt, der diesen Absturz verursacht hat. Nun also, wir sind zurück von Tendals Labor und zurück aus Kelso. Wir durften zwar nicht das ganze Wrack ausgraben, aber wir konnten ein paar gute Proben sammeln. Wir haben gezeigt, wie ein Feuer entstanden sein könnte und dass es an Bord hätte ausbrechen können. Die Proben, die Pat beim Tauchen gefunden hat, sind auf jeden Fall irdischer Herkunft. Bei den Proben, die wir in Dr. Sams Labor analysiert haben, gibt es zwar auch keine klaren Beweise für eine extraterrestrische Herkunft, aber wir können es nicht ausschließen. Aber in Wahrheit ist es nur Lavagestein. Es entstand durch vulkanische Aktivitäten, die Lava an die Oberfläche brachte. Ich glaube nicht, dass es außerirdisch ist, aber ich verstehe, dass Pat dies vermutet hatte. Auf der Suche nach weiteren Resultaten begibt sich das Team zum Labor. Hallo Sam, wie geht's dir? Sehr gut. Das ist Dr. Sam Iyengar. Dr. Iyengar wird die Proben des Wracks auf Anomalien hin überprüfen. Es ist das erste Mal, dass diese Art von wissenschaftlicher Präzision öffentlich für die UFO-Forschung angewandt wird. Wir werden Messungen vornehmen und nach Anomalien suchen. Okay. Wir haben Bodenproben von der Absturzstelle. Wir haben ein Metallteil, vermutlich Aluminium. Und wir haben ein Stück Gummi, das vermutlich vom Wrack des Flugzeugs stammt. Wir müssen herausfinden, ob das Material Anomalien aufweist oder nicht. Wir haben ein paar konventionelle metallurgische Tests durchgeführt. Transmission, Röntgen. Wir bestrahlen die Probe mit Infrarotlicht. Schau dir die molekulare Schwingung an. Wir haben Diffraktionsanalysen durchgeführt und ein Elektronenmikroskop verwendet. Hier wird das Material geröntgt. Unsere Tests waren umfassend und wir haben die richtigen Geräte verwendet. Wir müssen eben nur eine Probe finden, die Hinweise in sich trägt. Nach Abschluss der Tests zeigt sich ein interessantes Ergebnis. Ich habe eine Probe vom gezackten Rand dieses Aluminiumteils genommen und es mittels Diffraktion analysiert. Dieses Muster kam dabei heraus. Aluminium und Aluminiumoxid. Ja, es wurde korrodiert. Aluminiumoxid ist das Resultat von oxidierendem Aluminium. Eine chemische Reaktion, die durch Ätzen oder den Einfluss großer Hitze entsteht. Alle Tests bestätigen, dass ein Feuer mit extremen Temperaturen an Bord der B-25 ausgebrochen sein muss. Das spricht gegen die Theorie, dass es sich um eine Explosion der Treibstofftanks handelte. Als nächstes analysiert Dr. Iyengar die Bodenproben, die an der Absturzstelle gesammelt wurden. Das sind die Ergebnisse der Analysen der vier Bodenproben. Die neben dem Motor und 5 Meter von der Absturzstelle entfernt sehen alle gleich aus. Aber woher kommt dieser Ausschlag? Das liegt an einem erhöhten Kristallinisationsgrad. Das kommt von der Hitze. Die Kristallinität der Proben unterstreicht, wie intensiv die Hitze war.
Alle vier Bodenproben sind davon betroffen, aber die größere Frage bleibt offen: Was hatte das Feuer entfacht? 90% aller Berichte über UFOs sind Schwachsinn, aber 10% sind absolut real. Im Oktober 2007 nehmen sie aufgrund neuer Hinweise die Untersuchung wieder auf. Dieses Rätsel ist bis heute ungelöst. Unter Wasser finden sie unbekanntes Material, das möglicherweise von einem UFO stammt. Man muss jeden Stein umdrehen. In einem abgelegenen Wald entdecken sie seltsame Trümmer. War es ein UFO? Seht euch das an. Sie erkunden eine Absturzstelle. Sind wir sicher? Gibt es eine logische Erklärung? Hat dieser Vorfall etwas mit Roswell zu tun? Die Wissenschaft schaltet sich ein. Er meldete ein UFO. Dann gab es diesen tragischen Vorfall. Dies ist Fall Nummer 47001. Juni 1947. Der Holzfäller Harold Dahl befindet sich mit seinem 15-jährigen Sohn und zwei weiteren Männern auf einem Boot in der Meerenge von Puget Sound nahe Maury Island im Bundesstaat Washington. Es ist ein normaler Sommertag, bis gegen 14 Uhr plötzlich sechs leuchtende metallische Scheiben auftauchen. Sie haben die Form einer Untertasse und fliegen in etwa 30 Metern Höhe. Eine von ihnen scheint eine Fehlfunktion zu haben. Sie kommt ins Trudeln und droht ins Wasser zu stürzen. Dann wirft es Mengen von dampfendem, metallischem Material ab, das im Wasser und am Strand landet. Der Schutt stürzt auf Dahls Boot, bricht den Arm seines Sohnes und tötet seinen Hund. Das Abwerfen des Schutts scheint das Problem zu lösen. Die fünf anderen Scheiben formieren sich um die sechste herum und fliegen lautlos davon. Dahl und seine Mannschaft sammeln Teile des Materials aus dem Wasser und vom Strand. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet. Die Aussagen aller vier Zeugen stimmten überein. Heute sind sie längst verstorben. Pat. Yeah?